Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, noch einmal aus dem Salzburger Volksgarten. Wie schon des Öfteren erwähnt, haben ziemlich viele Hobbyvereine aus der Stadt Salzburg hier ihre Heimstätte und auch dieses Mal kommen wir zu einem von ihnen. Es ist nämlich der EHC Bayreuth Salzburg, der in der Salzburger Landesliga im Einsatz war und natürlich auch in die Chiemgau Hockeyliga gewechselt ist. Im ersten Beitrag spielten die Piraten in der Salzburger Landesliga und trafen in dieser Begegnung auf die Rams aus Oberndorf. Im Spiel der dritten Eishockey-Landesliga zwischen den Pirates und den Oberndorf Rams erwischten die Gäste einen optimalen Start. Sie sind zunächst in der eigenen Verteidigungszone, dann legen sie Schuss und Tor, 1:0, herrlich gemacht, keine Chance für Alexander Kallinger, da irgendetwas zu machen. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Gute Aktion, aber es bringt nichts ein. Es bleibt vorerst beim 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Haarschuss und Tor. Weiterer Treffer zum 2:0 und Gäste sorgten mit dem 5:0 nach 20 Minuten schon nach dem ersten Drittel für klare Verhältnisse. Dann wieder das zweite Drittel. Aktueller Spielstand ist 5:0 für die Gäste aus Oberndorf. Aber jetzt. Die Pirates bleiben zunächst in der Angriffszone. Pass. Nachschuss und Tor. Erster Treffer für die Pirates. Einer von zwei an diesem Eishockey-Abend. Dann wieder eine neue Kontermöglichkeit der Oberndorf Rams, die natürlich an diesem Abend sehr gut spielten und auch entsprechend viele Treffer erzielen konnten. Schuss, Tor, weiterer Treffer. Schön gemacht, keine Chance für Alexander Kallinger im Tor der Gastgeber. Dann eine schöne Aktion. Pass. Bleiben an der Scheibe. Und ein weiterer Treffer für die Gäste ist der Lohn für diese gute Arbeit. Wieder ein neuer Versuch. Pass. Gut abgewehrt von Alexander Kallinger, der sich in dieser Phase auch mehrere Male durch schöne Paraden auszeichnen konnte. Spielstand nach 40 Minuten 10:1. An der Schlussdrittel. Stefan Lindner dankt sich durch Schuss. Allerdings geht der Puck ins Tor. Weiterer Treffer. Und jetzt wieder. Kontermöglichkeit. Es tut sich noch einiges und die Rams gewinnen diese Begegnung auch in der Höhe verdient mit 13:2 und sicherten sich somit einen weiteren Sieg. Soweit also der Beitrag über das Spiel der Pirates gegen die Rams aus Oberndorf und wir bleiben auch gleich in den Salzburger Landesligen, wechseln allerdings zur zweiten Mannschaft des EC Hornet Salzburg, der ebenfalls bei den Piraten in der Eisarena zu Gast. Beim dritten Landesligaspiel zwischen dem EHC Pirates Salzburg und dem Hornet Salzburg sei zunächst einmal die Gäste, die auch gleich am Anfang in Führung gehen, 1:0, keine Chance für David Nöber, der bei diesem Spiel dort stand. Dann wieder eine Kontermöglichkeit für die Gäste der Hornets,
gute Aktion und ebenso gut aufgepasst von David Nöbauer. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Immer noch die Hornets in der Angriffszone. Jetzt können sich die Parrots befreien, die auch einmal war das Tor von Robert Hofbauer kommen. Aber keine wirklich, jetzt wieder Nachschuss und herrliche Parade von David Möber. Wirklich nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussieht. Spielstand wie gesagt 1:0. Dann das zweite Drittel. Seitenmurren zum ersten Mal gewechselt. Die Pirates übernehmen das Kommando, versuchen es über die linke Seite. Aber auch dieses Mal konnte sich Robert Hofbauer auszeichnen. Die Hornets bleiben allerdings am Puck. Hinter dem Tor von David Möbauer gut aufgepasst. Nachschuss. Stochen ab und jetzt landet der Puck ein weiteres Mal im Tor der Gastgeber. War absolut unnötig. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der Puck geht vorbei. Wieder sind die Hornets 2 am Puck. Können sich allerdings befreien. Das bringt nicht sein. Dann der Schlussdrittel. Die Pirates verlieren den Puck. Zunächst wieder mal ein Versuch der Hornets 2. Pass, Fachschuss und auch dieses Mal gut aufgepasst von David Nöbauer. Die Hornets bleiben allerdings dran. Schuss, Fachschuss und gut abgewehrt. War nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt wieder mal ein neuer Angriff der Hornets. An diesem Abend eine sehr häufige Szene. Fangt sich durch und weitere Treffer. In diesem Spiel. Jetzt wieder gute Aktion. Aber es ändert sich nichts. Die Hornets 2 gewinnen dieses interessante Spiel gegen die Pirates mit 5:0. Als drittes und letztes Spiel war das wir hier in der Sendung Powerplay mit Archivmaterial von den Piraten berichten. Kommen wir zu einem Beitrag, der auch schon aus der in Chiemgau Hobbyliga stammt. Bei diesem Spiel trafen die Piraten ebenfalls in der Salzburger Eisarena auf die Pinguine aus Waldkraiburg und dieses Spiel brachte ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis. Im Spiel der in Chiemgau Liga Gruppe C spielen zunächst einmal den weißspielenden Pirates gegen die Waldkraiburger, die hier den ersten Treffer erzielten. Im Tor der Gastgeber begann übrigens David Nöbauer. Ein alles andere als optimaler Spielstand. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert, fährt auf das Tor zu. Pass und abgewehrt. Super gemacht von David Nöbauer. Herrliche Parade. Und das war nicht so einfach, wie es hier auf diesen Bildern aussieht. Es gibt Bulli. Wieder die Pirates am Puck. Verlieren den Kontermöglichkeit über die linke Seite. Jetzt wieder ein Querpass. Schuss und Tor. 0:2 aus Sicht der Gastgeber. Der Puck ging durch die Schönau von David Nöbauer. Spielstand nach den ersten 20 Minuten 0:3. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden zum ersten Mal gewechselt. Jetzt wieder ein Schussversuch. Pass. Aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Jetzt wieder die Pirates am Puck. Bleiben dran. Können die neutrale Zone über... Schuss! Und da, erster Treffer für die Gastgeber. Herrlich herausgespielt mit einem Weitschuss. Keine Chance für den Goalie der Gäste.
Doch die Freude darüber sollte nicht lange halten. Jetzt wieder die Penguin. Werden ihr nicht attackiert, zieht ab und Tor 1:4, der aktuelle Spielstand. Und es geht auch in Ordnung weiter. Jetzt wieder zunächst eine schöne Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Gute Abwehr zunächst von David Nöber, aber im Nachschuss können die Gäste zum 1:5 treffen und der Spielstand nach 40 Minuten lautet 1:8 und damit war die Partie schon gelaufen. Dann das Schlussdrittel. Rückpass. Immer noch die Gäste am Puck. Jetzt wieder ein Versuch, aber auch da bringt es nicht wirklich etwas ein. Schuss! Da geht der Puck zunächst am Tor vorbei. Pass. Und Tor. Weiterer Treffer. Das war das 1:10 aus Sicht des EHC Pirates Salzburg. Jetzt wieder eine Kontermöglichkeit. Pass! Steht ab! Nachschuss und Tor! Weiterer Treffer zum 2:11 aus Sicht der Gastgeber. Herrlich nachgestochert und ein super Treffer. Dann wieder ein neuer Versuch. Schuss und Tor. Das war das 2:12. Die Gäste gewinnen mit 13. Und mit diesen drei Beiträgen sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe der Sendung Powerplay aus dem Salzburger Volksgarten angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Markus.